ist ihre Kraft, ihr Durchsetzungsvermögen. Sie lehnt sich gegen den Vater auf. Ihre Schwäche ist ihr Stolz. The first time that I see this Vali on stage, I think it is this is a weird woman because she is dressing like a man, and I think that she's strange. Ich denke, Walter denkt jetzt nicht, sie ist eine Manzi, sondern oft einfach auch merkt er, dass sie auch eine Ausgestoßene ist, ein bisschen. Tirol ist ein Land, in dem Sagen und Mythen bis in die heutige Zeit eine große Bedeutung haben. Das sieht man nicht zuletzt auch am Perchtenbrauchtum. Ich glaube, dass diese Perchten so etwas signalisieren, so etwas darstellen wie die Urgewalt der Berge. Und das wollte ich auch in meiner Inszenierung zeigen. Je länger man sie studiert hat, desto besser ist sie geworden. Und das ist etwas, was man wirklich nicht von jedem Stück behaupten kann. Für uns war zunächst einmal die Überlegung wichtig, dass wir einen Spielplan passgenau auf Innsbruck, auf Tirol zuschneiden wollten. Und bei Sichtung dessen, was hier schon gelaufen ist, ist uns zu unserer großen Überraschung aufgefallen, dass ein Werk wie die La Vallée, die sich ja immerhin mit einer berühmten Tiroler Romanheldin, einer Volksheldin im Grunde beschäftigt, hier noch nie aufgeführt wurde. Das war für uns natürlich der Auftrag, gleich damit in unsere erste Saison einzusteigen. Ja, endlich darf ich es singen. Also ich habe mich sehr gefreut darauf, dass es auf den Spielplan gesetzt wurde. Ich habe mir schon lange gewünscht, ich habe die Arie schon bei Konzerten gesungen und war sehr froh, endlich das ganze Stück singen zu dürfen. Eine riesige Aufgabe, es ist musikalisch sehr schwer, auch rhythmisch sehr schwer. Aber wenn man die Partie dann so intus hat, dann ist es schon ein Traum. Aber es ist ein Kraftakt. I first saw that, I thought I cannot do this, because this is so difficult. This is a very difficult tenor part. It's always in passaggio for a big tenor with a spinto voice, with a huge orchestra. So it is difficult to always and very tiring all the time be in this region of the voice. Ich fürchte, dass La Vallée natürlich aufgrund der regional verorteten Handlung, aufgrund dieser Geschichte, die man ja gerne mal mit dem Attribut Kitsch versieht, vermutlich so ein Schattendasein führt. Vielleicht ist es auch nicht die richtige Spielwiese für das zeitgenössische Regietheater. Und deswegen hat man vielerorts eben nicht zu diesem Stück gegriffen, was aber ein großer Fehler ist. Denn diese Musik ist nicht nur grandios, sie ist auch musikdramatisch ganz hervorragend und leitet jeden Regisseur. Es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es, Verdi hat mal dieses Verdikt vom Maestrino über Catalani von sich gegeben. Dann ist das Stück schwer zu besetzen. Es erfordert wirklich sehr, sehr anspruchsvolle Hauptpartien, Tenor- und Sopranpartien.
Ferner hängt dem ganzen Stoff natürlich dieser Gut des Heimatromanes ein bisschen an. Und ich nehme an, das wird einer der Hauptgründe sein. In der Tat ist es, haben wirklich wenige ganz große Dirigenten von Arturo Toscanini abgesehen, dieses Stück gemacht. Italienische Oper in ihrer reinsten Art. Also ich habe jetzt auch schon sehr viele Verdis gesungen, und aber Verdi ist bei weitem einfacher zu singen, weil es rhythmisch und von der Harmonie her ja logischer zu singen ist. Also in der Wallis ist es so verzwickt, und Catalani hat es so komponiert, dass es eben rhythmisch, die Übergänge, sehr schwer ist. Also bei manchen Passagen muss man wirklich so zählen, weil der Orchesterklang eigentlich einen anderen Rhythmus vorgibt, als man dann singt. Und das hat schon sehr viel Arbeit gekostet, und also es war schon ein großer Brocken, sich da durchzubeißen. Was is not it's the beginning of knowing something, some woman, so fragile woman, because in the first act she's a man, she's raised like a man by her father. So when I saw there a woman and so fragile looking to me, and then I know that she's in love for me, and I kiss her. So, and now, then I figured it out that, yes, she's in love for me, and I feel something like a man, that our hearts can beat together. Der Fußwalzer, er fordert es auch heraus. Ne? Er sagte, okay, jetzt legen wir die Walle rein, weil sie die Afra beleidigt. Und ich werde schon den Kuss irgendwie erzwingen, aber ich glaube, dass während des Tanzes er auch die Umwelt vergisst, weil er sich doch wirklich auch in sie verliebt. Der Blick gegenseitig in die Augen ist schon, das ist schon eine große Liebe, eine große, große Leidenschaft. Und dann schafft er es wirklich, sie zu küssen. In dem Moment, wo dann das Gelächter losbricht, erwacht er regelrecht. Also ich glaube, er ist auch sogar schockiert, dass es so weit gegangen ist und dass es eigentlich nur ein Spiel war für alle Beteiligten. Und für ihn eigentlich letztendlich nicht. Er eigentlich auch ein Opfer ist. Absolut. Aber er ist zu feige, dass er dann wirklich in dem Moment auch Farbe bekennt. Also Schluss jetzt, es war nur ein Spiel vor allem, und sich schuldig bekennt in der Gesellschaft. Er flieht der Feige zuerst, dann schleicht sie in der Nacht zurück. Man kann das nachvollziehen, dass Catalani die deutschen Komponisten sehr geschätzt hat. Ja. Dieser große Kusswalzer als zentraler Punkt des zweiten Aktes entspricht letztlich in seiner Stilisierung oder in dem, was ihn abhebt von reiner Tanzbodenmusik, letztlich sogar, da würde ich nicht zu weit gehen, zu sagen, dass es ganz Ähnlichkeiten mit den Ländlersätzen in Mahler-Sinfonien hat. Ich denke, dass natürlich ausgehend von Freischütz die deutsche Romantik wirklich das Orchester zu einem tragenden Element gemacht hat in der Oper, das natürlich dann potenziert wurde von Wagner. Das hat er, glaube ich, sehr gut gewusst, das hat er auch studiert, das haben ja dann auch andere Italiener neben ihm natürlich dann auch aufgegriffen. Was ihm wirklich gelingt, ist zum Beispiel in diesen beiden Zwischenspielen oder vor allem in dem großen Zwischenspiel zwischen dem dritten und dem vierten Akt, auch da über simple Naturmalerei hinaus, wenn man jetzt sagt, auf dem Gletscher, wie will man Eis komponieren. Aber was ihm gelingt, ist wirklich eine Situation zu schaffen, in der man nachvollzieht, wie es einem da oben geht.
sie verzeiht sehr spät eigentlich, oder sie kommt sehr spät zu sich, dass sie einen Fehler begangen hat, indem sie den Auftrag des Todes erteilt, ne? Also der Verurteilung des Hagenbach. Er hat sie so tödlich verletzt und jeder, der schon mal bloßgestellt oder gemobbt wurde, kann verstehen, was es bedeutet, wirklich in aller Öffentlichkeit so bloßgestellt zu werden und verletzt zu werden. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Hagenbach, it's a hunter. You know, it's a hunter. It's a hunter from the bear. It's a real tough man from the bear. He hunts bears and he is the coolest guy of these friends and the more important of his village. And he come with this prize, with this bear. He don't want anything because he's a young boy and he have all the women in his feet, of course. Ich denke, dass Walter ein Waisenjunge ist, nie wirklich eine Familie gehabt hat und dann in den verschiedenen Szenen mal einfach in Wally verliebt ist, eine Art Beschützerinstinkt entwickelt oder auch sie als Mutterersatz sieht, sich bei ihr geborgen fühlt. Walter ist auch ausgestoßen, von der Gesellschaft nicht anerkannt und wird belacht, wird geschlagen, wird geprügelt und auf den Boden geschmissen und da scheint auch die Verbindung auch ein bisschen zu Wally zusammen, es wird zusammenkommen. Walter, der ihr folgt, aber den sie ins Leben zurückschickt, für sie ist es zu spät. Die Tatsache, dass sie ungeliebte Kinder sind, dass sie Ausgestoßene sind, dass sie gemeinsam singen. Für Wally ist es der kleine Bruder, den sie beschützen kann. Und ich nehme an, für Walter ist Wally, erstens aber natürlich ist er verliebt in sie, aber es ist auch zugleich die große Schwester und eine mütterliche Freundin, nehme ich an. Also so sehe ich das. Die wirklich Seelenverwandte sind irgendwo. Nicht alle Opern funktionieren natürlich im Kontext ihrer Entstehungsgeschichte, ihrer Uraufführung. Im Falle von La Vallée glaube ich, dass es sehr wohl eine Berechtigung hat, sie in diesem historischen Umfeld zu belassen. Vor allem, weil ich eben dadurch sehr wohl zeigen kann, dass inmitten dieser patriarchalisch geprägten Gesellschaft diese starke, diese selbstbewusste und bedingungslos liebende Frau heranwächst. I think that the scenery it's completely fit with this story. You know, this is in the Bergen, so, and have the possibility of being there in the stage, but there in the Bergen with the snow, with all of these things, I think that make this story come true. Es ist so gut, dass es auch wirklich in den Bergen spielt, dass man die Geschichte erzählt, so wie sie ist. Also ich habe immer so Probleme, wenn ein Regisseur sagt, ja, das muss gegen den Strich gebürstet werden und wir müssen da was Neues reinpacken. Das ist bei dem Stück gar nicht möglich. Das spielt in den Bergen und da soll es auch bleiben. Und auch der Schluss, die letzte Konsequenz, die eigentlich Erlösung ist für Wally, es ist ein Befreiungsschlag. Über den Schluss der Wally ist man sich ja eigentlich seit Entstehen des Romanes ein bisschen uneinig. Schon die ersten Theaterstücke experimentieren eben mit einem Ende, das kein glückliches ist.
letzten Endes glaube ich, dass die Wallis, wenn sie sich einmal zurückgezogen hat, enttäuscht von alledem, was die Welt ihr nicht geben wollte, als Eremitin in die Einsamkeit, dass sie eben nie wieder real zu diesen Menschen, zu dieser Menschenwelt zurückkehrt und deswegen eigentlich auch diese letztliche Vereinigung mit Josef Hagenbach nur ein Fiebertraum ist, der dann letztlich auch in einen schrecklichen Albtraum und ihren Tod mündet. Das kann man dem Publikum überlassen, die Vorstellung. Kommt er wirklich zurück? Ist es eine Vision ihrerseits? Ist es eine reine Wunschvorstellung, dass er zurückkehrt? Es kann Realität sein, es kann aber auch, ja, wie gesagt, ein Wunsch sein, dass sie noch einmal für einen kurzen Moment die große Liebe erlebt, für die es aber letztendlich keine Erfüllung gibt, weil ich glaube, ihr Herz ist so schwer verletzt, dass es da eigentlich keine Heilung mehr gibt. Also sie ist sicherlich nicht als liebende Frau gescheitert, aber sie ist vermutlich an dem System ihrer Umwelt eben doch zugrunde gegangen, weil sie finalerweise diese Schranken eben doch nicht durchbrechen konnte der gesellschaftlichen Konvention, sondern weil sie eher versucht hat, innerhalb dieser Schranken zur Persönlichkeit zu reifen, und das hat ihr vermutlich, wenn man so sagen will, das Genick gebrochen.